Willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir Lana besucht und sie hat uns ein Evoli geschenkt, das wir direkt ins Team aufgenommen haben. Es ist auf Level 20 und ja, dann würde ich sagen, erkunden wir erstmal die Stadt zu Ende. Ich glaube, mit denen haben wir schon alle gesprochen. Mit dem Typen hier auch. Was ist das hier? Platz der Treue Wester. Geh mit deinem Pokémon spazieren. Ist hier vielleicht ein verstecktes Item? Nein. Da gehe ich erstmal noch nicht hin. Hier waren wir schon. Hier waren wir noch nicht, ne? Waren wir? Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Ne, hier waren wir definitiv noch nicht. Okay. Oh, wow. Du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon um dich zu haben, bedeutet viel Verantwortung zu übernehmen. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Wenn ich groß bin, will ich ein Trainer werden. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon daneben und schläft auch. Wenn ich groß bin, möchte ich Pokémon-Koordinator werden. Pikachu! Pika! Du bist ein Trainer. Da hast du bestimmt eine enge Bindung zu deinem Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Oh ja. Hallo. Meine Schwestern machen so viel Lärm, dass mich gar keiner bemerkt. Ich wundere, dass es hier gar keine Treppen gibt, nur Aufzüge. Aber na gut. Okay. So, und hier befindet sich die ältere Generation, wie es aussieht. Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen. So ist es schöner. Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon viel freier bewegen. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Als ob sie meine Frage gehört hätte. Lol. Es gibt Leute, die zu anderen freundlich sind, aber man sie ebenso behandelt. Ich verstehe nicht, was daran schlecht sein soll. Allein alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Es wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Herzhofen, sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herzhofen ist freundlich zu Kindern, zu Erwachsenen und zu Pokémon. Alles klar. Gut, hier gibt es leider nichts zu bekommen. Fahren wir wieder nach unten. So. Wir haben beim letzten Part auch erfahren, dass sich die Arenaleiter in der Wettbewerbshalle befindet. Von diesem Typen hier. Das heißt, wir müssen leider da rein. Auch wenn wir nicht wollen, es hilft nichts. Im Turm der Ruhenden können Leute ihren Schmerz freien Lauf lassen. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du mal an der Route 209 besuchst. Okay. Platz der Treue Oster. Geh mit deinem Pokémon spazieren. Dann gehen wir mal hier rein. Moment, und bevor ich jetzt hier reingehe, ich weiß nicht, ob hier Trainer auf mich warten. Dann nehme ich erstmal den EP-Teiler von Arceus weg und gebe ihn Drain, will ich sagen. So, weil er ist bisher noch nicht... Also wir haben ihn halt noch gar nicht gelevelt. Wir haben jetzt drei Pokémon, die gelevelt werden müssen. Und ja, ich bin erschüttert. Sie haben mein Pokémon nicht akzeptiert. Oh, armes Garados und Stalos. Das ist doch diskriminierend. Warum denn nicht? Hallo? Auf dem Platz der Treue kannst du mit anmutigen Pokémon spazieren gehen. Okay. Auf dem Platz der Treue kannst du mit einem anmutigen Pokémon spazieren gehen. Nun, möchtest du mit deinem... Würde ich gerne, aber kann ich auch andere nehmen? Moment, wen habe ich denn vorne? Hey, ach lol, ich kann... Ach, ich muss mit ihm gehen. Ich habe jetzt gar nicht mehr den Slot. Ah, okay, okay. Ja, wahrscheinlich haben sie das nur für die Starter gemacht. Ja, ja. Das fand ich immer so cool in Pokémon Heart Gold Soul Silver. Beispielsweise, dass das Pokémon hinter dir herläuft. Das war richtig cool. Sprich mit deinem Pokémon. Manchmal findet es sogar Items. Ja? Gähn zufrieden. Naja, okay. Da hinten haben wir ein Item. Münzamulett finden wir hier. Dann gehe ich erstmal hier rein, würde ich sagen. Das ist so eine Art Warp-Plattform, wie es aussieht.
Ups, jetzt bin ich wieder am Anfang. What the hell? Okay, und das bringt mich auch dahin, oder wie? Tatsächlich, okay. Dann war es ja das hier schon. Aber es gibt ja noch ein West-Tor, von dem her. Und war schön bestimmt. Ja. War ein kurzer Ausflug, ne? Lol, die Reporterin von Jubelstadt TV habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, hier komme ich nicht durch, oder? Doch. Dem habe ich, glaube ich, noch nicht gesprochen. 30 Jahre lang habe ich einsam in den Bergen gelebt. Ich habe einen Tanz erfunden, mit dem ich den Wettbewerb gewinnen werde. Schön für dich. Ein Pikachu gefällt es, mal den Pokéball zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz freudig zucken. Okay. Hier denke ich mal, können wir mehr erkunden. So. Gucken wir erstmal hier lang. Okay, da oben ist schon mal ein Item. Und da ist ein Driftlon. Diese Ruinen stammen aus einer längst vergangenen Zeit. Hier haben wir auch ein Item. Eine TM sogar. Geheimpower finden wir hier. Okay. Nice. Da ist noch jemand mit einem Pikachu. Oh, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir ohne Zögern. Haha, ja, wir zwei beiden. Okay, gucken wir mal hier rein, wo mich das hinführt. Vielleicht ja zum Item, wer weiß. Ja, zu einem Item. Anziehung. Wow, hier findet man echt viele TMs. Achso, hier bin ich... Ah, okay, hier bin ich reingegangen. Ah, alles klar. Moment, wie komme ich hier hin? Hä? Es gibt keinen Weg mehr. Wo kommt man denn da hin? Da oben war ich auch noch nicht. Gibt es noch einen dritten Eingang irgendwo? Also hier geht es definitiv nicht weiter. Oder bin ich komplett dumm? Nö, also hier kommt man nicht weiter. Habe ich vielleicht irgendwo was übersehen? Ja, das bringt mich jetzt wieder hier hin. Ja. Okay, Leute, dann gibt es anscheinend noch einen dritten Eingang oder ich weiß es nicht. Aber ich habe da irgendwas in Erinnerung. Naja. Wir werden es schon noch finden. So. Aber dann gehen wir erstmal hier rein. Pokémon-Wettbewerbshalle offen für alle Enthusiasten. Oh, mein Held. Oh, hallo Cube. Hey, was macht denn unsere Mutter hier? Was? Nein, wirklich? Katrin ist deine Mutter? Dann kannst du ja den Wettbewerb gewinnen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mit Cube nie über Wettbewerbe gesprochen. Außerdem bin ich überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal für vorhin. Bitte nimm dieses Accessoire. Glitzerpuder erhalten. Wow, toll. Statte dein Pokémon vor dem Wettbewerb mit dem Accessoire aus. Das wird ihm Erhabenheit und Glamour verleihen. Ich bin Jura, also komm mal vorbei und amüsier dich. Keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungskurse. Okay, Katrin, bis später. Hast du so überrascht, mich zu sehen, Cube? Mir war langweilig, also wollte ich Urlaub in Herzhofen machen. Und ich bin genauso überrascht wie du, mein Kind. Aber willst du wirklich bei einem Wettbewerb mitmachen? Dann solltest du dich etwas besser anziehen. Es ist immerhin eine Show. Wenn dein Pokémon ganz schick ist, kannst du nicht völlig normal aussehen. Zieh das hier an. Das passt besser. Ein Smoking erhalten wir. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Genieße die Wettbewerbe. Sie zeigen dir viele Facetten der Pokémon. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Nein, danke. Ich werde daran nicht teilnehmen.
sehen Fotos der Gewinner auf. Ein Rahmen für das Porträt eines Pokémon. Okay. Ja, hier kann man halt dran teilnehmen. Du wirst an einem Wettbewerb teilnehmen und du hast eine Knursbox? Sehr gut, dann habe ich hier einen überaus schmackhaften Knursp für dich. Lieblichen Knursp. Gib den Knurs dem Pokémon, das an dem Wettbewerb teilnehmen soll. Ach, und eins noch. Genieße die Wettbewerbe. Am besten bereitest du dich vor, indem du zunächst etwas übst. Am Schalter, ganz rechts, kannst du Übungswettbewerbe bestreiten. Okay, was ist es eigentlich mit diesen Knursps? Moment mal. Die Knursbox ist doch bestimmt hier, oder? Irgendwo. Oder nicht? Wo ist denn die? Ah ne, die muss hier sein. Hier. Oder? Level 60, das ist gut, oder? Ich gebe das mal irgendwem. Oder? Ja, ich gebe das mal... Kannst du es ihm geben? Ja, kann ich. Okay. Bitteschön, Evoli. Ja, aus den Knursp... Ah, okay. Und das erhöht dann... die einzelnen Faktoren wie cool, Anmut, Klugheit und bla bla bla. Ist also für die Wettbewerbe wichtig und sonst eigentlich unwichtig. Ein Pokémon, das Knurspe bekam, schneidet im Model-Wettstreit besser ab. Du solltest lernen, wie man in der Knursperei leckere Knurspe kocht. Ein Wettbewerb hat drei Modelle. Hat drei Teile: Model, Tanz und Action. In diesen drei Kategorien werden die Teilnehmer bewertet. Hoffa. Oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt kann ich das hier. Entschuldigung, bitte. Du bist. Oh Gott, ich kann das nicht vorlesen. Du bist für den Wettbewerb? Ich kann es nicht. Ich hoffe, du wirst eben viel Spaß. Zufällig ist Lamina die Arenaleiter von Erzhofen. Auch in die Wettbewerb. Sie ist, wie man sagt, gleich. Sie ist. Dress Fantastic. Und ganz zufällig steht sie direkt vor dir. Oh Gott. lass mich mal sehen. Du scheinst sein sehr stark. Also, so sei es. Wir sehen uns in die Arena. Oh mein Gott. Mit diesem französischen Akzent. Holy shit. Kannst nicht glauben, dass ich das gerade vorlesen musste. Ja, genau, wir sehen uns in der Arena und da gehen wir jetzt auch direkt hin, würde ich sagen. Moment, wo ist denn die Arena? Oh shit, ich bin hier falsch. Da oben war sie. Oh Mann, ich renne direkt daran vorbei. So, was hatten die für Pokémon? Hey, hallo. Wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ? So eine Arena wie die hier? So etwas hast du noch nie gesehen. Und weißt du warum? Weil du sie gar nicht sehen kannst, haha. Drin ist es nämlich stockdunkel, aber keine Sorge. Ich habe hier eine Taschenlampe, die würde ich dir gerne überlassen. Die Trainer in der Arena haben auch Taschenlampen. Scheint deine Lampe auf einen Trainer oder sie erwischen dich mit ihrer, heißt es kämpfen. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Es geht nun um die Fußbodenfelder. Findet zuerst das blaue Feld im Raum und merkt es ein Muster. Gehe dann zu der roten Tür, die dasselbe Muster trägt. Du musst durch die richtigen Türen, um zur Arenaleiterin zu gelangen. Gehst du durch eine falsche rote Tür, landest du wieder hier vorne. So ist dieser Ort angelegt. Ganz schön gemein, was? Ja, aber du schaffst das. Okay, jetzt sag mal gar nicht, von welchem Typen die Pokémon sind, die man hier finden kann. Ja, ich lasse jetzt Newfluchi vorne. Weil, wie gesagt, die brauchen noch Training. Oh, cool. Wir machen natürlich jeden Trainer. Hey. Sieht nun mehr nach einer Geist-Arena aus. Hab ich dich erschreckt? Dieser Kampf wird auf jeden Fall... Was wird auf jeden Fall cool? Ja, ich hab's nicht ganz gelesen. Verdammt. Göre Beatrice. Ein Traunfugil hat sie. Auf Level 23. Also sieht, wir sind auf jeden Fall underleveled. Aber wir haben halt die Pokémon auch noch nicht so lange. Aber ich hoffe... Oh Gott, WTF. Heidteiler.
wir haben halt die Pokémon auch noch nicht so lange. Wir haben jetzt 3 Teammitglieder relativ schnell bekommen. Was echt nice ist. Seestrahl, okay. Okay, okay. Also das war's für Traunfugil. Ich werde versuchen, nur mit den neuen Pokémon hier in der Arena zu kämpfen. Außer bei der Arena-Leiterin, da wird mir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als zu Luxie zu wechseln. Und der Seegesang füllt mir wieder KP auf. Sehr, sehr schön. Weil hier in der Arena gibt es auch meistens mehr EP. Oh, ups. Das endet nicht wie gewünscht. So. Dann du, mein Freund. Hey, du bist noch nicht einmal in der Nähe der Tür. Du weißt, dass du mich besiegen musst, bevor du gehen kannst, oder? Coole Arena, finde ich, mit diesen Zwierlichts, die als Lampen dienen. Cool. Und es ist definitiv eine Geistesarena. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Arenaleiterin einen Traunmagil hat. Tiefschlag. Das dürfte nicht allzu viel abziehen. Nee. Würde sich anbieten. Oh, das reicht fast. Ja, nochmal Drachenwut. Ich weiß nicht, ob ich auf Togepi gehen soll, weil er kann halt nur Metronom, was halt wirklich Schaden macht. Und ja, ich weiß halt nicht. Es gibt halt auch eine Menge Attacken von Typ Normal. Die würden halt gar nichts abziehen. Driftlon. Komm, Togepi, ich gebe dir eine Chance. Das hast du letztes Mal auch so gut gemacht gegen Wattribi. Wenn du nochmal irgendwie Donner einsetzt, das wäre nice. Oder was hat er eingesetzt? Ladungsstoß, ne? Ich glaube schon. Komm, Togepi, das kriegst du hin. Water. Umwandlung 2, was ist das denn? Was ist Umwandlung 2? Hä? Oh Gott, das schafft er nicht. Komm, Donner. Der Stauner. Okay. Ja, was soll ich sagen? Jetzt nichts Besonderes, aber okay, besser als gar nichts. Togepi, komm schon. Komm. Flammenblitz. Nein, das geht daneben. Da setzt es Flammenblitz ein. Und dann geht es daneben. Ich bleibe jetzt bei Togepi, das ist mir egal. Also es ist kurz vorm Finte. Okay, nice. Nice. Ja, es sieht halt jetzt kaum mehr was ab, da er zweimal Horta einsetzt. Dreimal schon. Oh Mann. Ich glaube, das wird nichts. Wir müssen zu Luxie am besten wechseln. Weil sonst sind wir hier morgen noch da. Flammenwurf. Auch nicht schlecht. Sehr nice, Togepi. Auch nicht schlecht. Ja, ich... Nee, komm. Ich wechsle. Das bringt nichts, weil das dauert ewig. Weil er hat jetzt schon so viel Verteidigung. Ein Fessler. Okay, der Effekt lässt nach. Dann dürfte im Normalfall ein Funkensprung ausreichen. Aber nicht schlecht, Togepi. Hast einen guten Job gemacht. Flammenwurf. Finalschlag von Driftlon. Okay. Okay. Ah, ich hätte dich mit meinem Licht... Was? Mit meinem Licht besiegen sollen? Hat er das echt gerade gesagt? Okay, ich würde sagen, ich gehe mal kurz wieder zum Pokémon Center. Es ist ja nicht weit. Weil, wie gesagt, ich will ja die neuen Pokémon trainieren. Die sollen ja auf die Level aufsteigen, auf die die alten sind. Mein Plipprim braucht im Moment nicht wirklich Training. Der ist jetzt auf Level 30 schon mittlerweile. Deswegen muss ich halt jetzt das ein oder andere Mal öfters zum Pokémon Center rennen. Aber das, denke ich mal, ist kein Problem. Die Zeit können wir uns nehmen. Ich hatte echt... nach dem zweiten Orden schon ein wenig Angst, weil wir hatten ja erst 2 Pokémon und ich hatte auch keine Ahnung, welches Pokémon ich als nächstes ins Team nehmen will. Aber so wie es sich entwickelt hat, bin ich echt zufrieden. Wir haben ein sehr, sehr vielfältiges Team. Und ein Pokémon kommt ja noch. Ein Pokémon wird noch kommen.
Weiß noch nicht genau, welches ich nehmen werde, aber das wird sich alles mit der Zeit ergeben. So. Was soll das jetzt hier sein? Drei Türen. Okay, hier gibt es einige Trainer noch, aber ist gut so. Wie, es ist so hell. Überraschungsangriff. Ein Driftlon. Oder hat die Arenaleiterin vielleicht schon ein Drift-Zeppeli? Das wäre auch krass, aber da hätten wir dagegen, hätten wir mit Luxio gute Chancen. Komprimator. Ganz gerne deinen Fluchtwert erhöhen, das interessiert mich null. Sehr schön, das zieht die Hälfte ab. Gegenstoß. Er ist zwar schneller als wir, aber... Es ist eigentlich klar, weil Knackbion... Jedes Mal sage ich Knackbion, verdammt! Kaum Alat! Ist nicht wirklich schnell. Bitte, du musst dich jetzt endlich bald mal entwickeln, damit ich wirklich Knackbion sagen kann. Das gibt's ja nicht. Und noch ein Driftlon. Ja, das kriegst du ja auch noch hin, oder? Ja. Zweimal Drachenwut und dann dürfte das passen. So. Er hortet wieder. Genau. Also der Seegesang ist echt nützlich, wie ihr seht. Ich verwechsel den immer. Ich denke immer, wenn ich den bekomme, jedes Mal, immer wenn ich eine Pokémon-Edition durchspiele und ich bekomme den Seegesang, denke ich jedes Mal, der Seegesang verstärkt die Attacken von Typ Wasser. Jedes Mal denke ich das. Und dann fällt es mir wieder ein. Ich weiß nicht wieso. Das ist einfach so. Jedes Mal denke ich, das verstärkt die Attacken von Typ Wasser. Es ist aber nicht so. So, das reicht noch nicht ganz für Level 22. Aber für Evoli reicht es für Level 21. Sehr schön. Deine Stärke ist regelrecht blendend. Also Flutschi braucht echt eine Menge EP, bis der Level aufsteigt. So, bist du der Nächste? Hast du dich verlaufen? Oder amüsierst du dich? Ein Nebulak. Ich warte nur, bis ein X-Abwehr. Ich warte nur, bis einer von denen Fluch einsetzt. Da warte ich nur drauf. Sogar fast ein One-Hit-Kill. Wenn wir den besiegen, sind wir, denke ich mal, definitiv auch auf Level 22. Ja, der Tiefschlag tut mir nicht wirklich weh. Oh. Ja, okay. Wenn er natürlich einen Volltreffer macht, ist es was anders. Ich kann halt mit Evoli auch kaum kämpfen, dass es halt auch noch nicht wirklich die besten Attacken drauf hat. Er lernt halt auch gute Attacken erst, wenn es sich weiterentwickelt. Ich guck mal, ob ich irgendwas für Evoli habe. Lass mich raten, du amüsierst dich. Ich guck mal, ob ich irgendeine coole Attacke für Evoli parat habe. Aber ich glaube nicht. Tarnsteine, Aufbereitung, Raub, Anziehung, Geheimpower, Felsgrab, Rückkehr. Ist halt alles nicht wirklich toll, ne? Ganz Geheimpower kannst lernen. Soll ich das machen? Es hat immerhin 70 Stärke, ne? Soll ich das machen? Was? Die Wirkung dieser Attacke ist unabhängig von der Umgebung des Anwenders. Ich glaube, wir brauchen das eh nicht mehr, deswegen mache ich es jetzt einfach. Weil wer braucht schon Geheimpower? Wie gesagt, Evoli hat halt kaum Attacken drauf. Und ich kann mit ihm halt kaum kämpfen. Ich meine, Tackle ist die einzige Attacke, die Schaden macht. Und da ist halt Geheimpower schon dann doppelt so stark fast. Beziehungsweise ist doppelt so stark. Rechte Hand, Heuler, Sandwirbel. Pff. Doppelkampf. Ach, du rechte Hand wegkommen. Okay.
Okay, es sind noch einige Trainer. Was ist eigentlich in einem der anderen Räume? Komme ich da woanders hin? Will ich jetzt kurz mal nochmal schauen. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Ups. Wo komme ich dann hin? Ah, okay. Da komme ich wieder zum Ausgang. Aber das passt mir relativ gut, denn hier beende ich den Part für heute, weil der Part ist schon wieder relativ lang. Im nächsten Part werden wir der dritten Arena-Leiterin gegenübertreten. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.